Bagger. So, da du bald fertig bist mit einem, mit der Karte, schieb dich noch eben hier hin, dass du hier noch ein bisschen aufdecken kannst. Jo. Bist du nämlich gleich zweiter Träger im Lagerhaus. Und der erste Träger wird Händler und handelt mal zwischen unseren beiden Völkern, dass ich das mal zeigen kann. Wie sieht's denn aus mit der Nahrung? Hier, Nahrung ist keine mehr vorhanden. Das ist schlecht. Hier, Nahrung ist 8. Auch nicht so cool. Ich bin auch am Leute züchten wie doof. So, du heiratest direkt. Und pflanze ich da rein. So, hier baue ich nochmal Häuser. Genau, 2 Familienhäuser auf jeden Fall. 3 Stück. 6 Familien, das sollte reichen. So, dann bist du jetzt alleine unterwachsen. Du wirst. Muss ich kurz überlegen, was kannst du werden? Ach, du bist Träger. Ja. Yeah. Du bist Träger. Ich brauche auf jeden Fall 2 Träger da. So, und du hast Müller in der Schule gelernt. Der ist jetzt weg. Der Typ, der Müller in der Schule gelernt hat. Da. Du arbeitest jetzt da. Jo. Alles klar. Du bist fertig mit einem. Sehr gut. Ja, Baby. Ja, Bro. Yo. Yo. Hast du Nahrung? Du hast 3 Nahrung schon wieder, sehr gut. Ich frage mich, wie viel du aus einmal Meer und einmal Wasser machst. Oh, jetzt hast du 6. Ich glaube, du machst gut Nahrung auf jeden Fall. So, und du? Wo ist denn hier unser Trägermeister? Da ist unser Trägermeister. Ja. Du schulst jetzt mal um auf Händler. Unser Kundschafter schult jetzt mal um auf Träger. Jetzt auf Träger umschulen. Da. Kann trainiert werden. Ja. So, Olga ist nur erwachsen. Oh nein, ich habe Olga weggedrückt. Wo ist jetzt Olga, verdammte Scheiße? Da ist Olga. Olga, du gehst direkt heiraten. Bitte? Das ist euer Haus. Doch, Olga, du findest einen Ehepartner. Warte mal. Ich kann dir ganz einfach helfen. Indem wir hier... Hier, Aslak zum Beispiel. Hier ist Aslak. Da ist Olga. Ja. Yeah. Aslak. Olga, darf ich euch vorstellen? Ihr könnt jetzt heiraten. Sehr gut. So. Ist das auch schon fertig? Ja, ich will noch Weizen. So. Hier. Hast du den Beruf Schäfer erfunden? Sehr gut. Hier haben wir wahrscheinlich... Nee, das ist ein Händler. So, jetzt wird's nämlich spannend. Wir haben gesagt, wir machen das mit dem Stein, ne? Hier sind 19 Steine drin, hier sind 20 Steine drin, aber wir haben noch jede Menge zu machen. Und was wollt ihr für Steinversiege? Okay, wir sagen auf jeden Fall, pass auf, hier, erster Handelsposten ist unser Lager. Zweiter Handelsposten ist deren Lager. Und wir möchten gerne einmal Wolle gegen 5 Steine tauschen. Ja. So, und jetzt läuft er mit seiner Scheißkarre los. Und holt sich jetzt 2 Wolle, damit er 10 Steine nach Hause tragen kann.
Wenn ich es richtig rum interpretiert habe. Ansonsten müssen wir das Ganze stoppen, weil ich habe keinen Bock, dass ich dem Typen Steine schicke, wenn ich einmal wolle. Aber gucken. Und er hat dabei... Und er hat dabei... Und er hat dabei... So, macht er nichts. Oder haben wir keinen... Haben wir keine Wolle. Wir haben keine Wolle, allerdings. Hahaha, witzig. Okay. Ne? Es findet sich keine Ware, um Handel wird uns zu erfüllen. Schade. Na gut. Dann machen wir spontan was anderes. Dann machen wir ein Holz für zwei Pilze. Ich glaube, ein Holz für zwei Pilze ist nicht. Mach mal ein Holz für zwei Pilze, los. Und jetzt hat er drei Holzer mitgenommen. Jetzt haben wir kein Holz mehr im Lager. Aber dafür haben wir eigentlich die Träger. Jetzt rennt er hier los, folgt den Wegweisern und holt dann hier sechs Pilze ab insgesamt. Muss ich mal eben anders hinsetzen? So, wollen wir mal eben gucken in unseren Statistiken. Zwei Kerle haben noch keine Frau. Aber es müssten doch bestimmt noch irgendwo... Hier ist noch eine Frau im Anmarsch. Da ist schon eine Frau, die gerade Frau geworden ist. Sie sucht jetzt mal einen Ehepartner. So, dann hier eins. Also hier, Kind, ne? Eins. Zweite Familie. Dritte Familie. Oh, du hast, Helmi, du hast kein Zuhause. Junge und auch Mädchen, so dass wir vier neue Familien haben, die wir hier reinknallen können. Vier neue Männer als Bauarbeiter oder beziehungsweise als Arbeiter. Sehr, sehr gut. So, die Alte hat geheiratet, so wie es scheint. Das ist auch gut. So, der ist gerade zurück und hat jetzt sechs Pilze dabei. Sehr, sehr gut. So, jetzt bist du erwachsen, jetzt suchst du dir noch einen Kerl. Den komm mal hierher. Da du ja keinen Kerl gefunden hast, hier ist ein Träger und der Träger, der läuft dir mal zufälligerweise entgegen und dann heiratet ihr eben. Und, scheiße. Na egal, mach nicht. So, du hier, und wenn du jetzt den Typen heiratest, ey, du sollst da warten und auf deine Überraschungsgeliebte treffen. Dann müssen wir hier jetzt auf jeden Fall nochmal... Hat jetzt endlich geheiratet. Kerl, du sollst heiraten, Mann. Das Leute, das auch immer so schwer haben. Schwer machen müssen. So, jetzt habt ihr geheiratet, jetzt kannst du weiterarbeiten, Träger. Wir müssen mindestens noch ein, zwei Familien ausbauen. Hört man mich eigentlich noch? Ja, wahrscheinlich schon. Auf jeden Fall schlägt mein Mischpult noch raus. Ich habe mich jetzt aber wieder weggesetzt, weil ich mal kurz die Position erinnern musste. Weil ich ja nur mit einer, Maus spiele und das ist ja nicht wirklich herausfordernd für die linke Hand. Deswegen musste die etwas umpositioniert werden.
Hier haben wir einmal Nahrung. Das ist schlecht. Hier haben wir 10-mal Nahrung. Hier haben wir wahrscheinlich keinmal Nahrung. Ne. Also Nahrung ist, muss irgendwie mehr Nahrung kriegen. Ich will noch einen zweiten Jäger einstellen oder so. Mal gucken. Habe ich überhaupt noch Tiere? Ja, ein paar Tiere sind hier noch. So, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Du kannst keine Warnung im Handelsvertrag zu erfüllen. Das macht gar nichts, aber wir haben das erste Mal schon mal gehandelt. Eigentlich können wir unseren Händler jetzt auch... Wo ist unser Händler gerade? Ach, der ist wahrscheinlich gerade am hier. Ja, hab ich mir gedacht. Unser Händler disponiert jetzt nochmal um. Unser Händler wird jetzt Jäger. Ich sagte, unser Händler wird jetzt Jäger. Na gut, dann warten wir einmal kurz, bis der Jäger ist. Und dann sagen wir eben hier, Jung. Genau, das machen wir jetzt mal mit Arbeitsplatz zuweisen. Handeln wir halt nicht mehr mit den Rotröcken. Oder wie die Typen heißen. Jäger, und jetzt? Arbeitsplatz zuweisen. Hier. Hier sind noch ein paar Kaninchen und hier sind ja noch Bisons und weiß der Henker. Na? Macht ja nichts. So. Jetzt heißt es wieder warten. Jetzt können wir nichts groß Neues mehr machen. Müssen wir erstmal zusehen, dass unsere... Wir können jetzt eine Webschule bauen, theoretisch. Können wir meinetwegen auch tun. Ja, komm, die bauen wir hier hin. Ansonsten, damit wir hier genug zu essen haben, meinetwegen doch eine Obstfarm. Wo bauen wir die ein bisschen? Bauen wir die hier hin? Ich meine, hier ist richtig schön viel Obst. Könnte man die auf jeden Fall gut... Bauen sie einfach mal, scheißegal. Dann haben wir jetzt 2 von 5 schon mal vergeben. So, na guck mal, jetzt fangen die schon an groß zu werden hier. Olga zum Beispiel ist schon wieder eine richtig große geworden. Sieht doch richtig witzig aus, wie die mal hinfallen. Aki. Interessant. Helga. Helga. Asa, sehr gut. Ja, nun kommt Kinder, seid doch mal erwachsen. So, wenn die Webstube fertig ist, dann bilden wir einen aus zum Schäfer, dann wird der hier übernommen und der Schäfer geht dann hier in die Webstube. Was fehlt der Webstube noch? Ein Weizen. Ich habe schon wieder 4 Bauarbeiter. Nee, das eine ist ein Bauarbeiter, Bauarbeiter. Doch, ich habe schon wieder 4 Bauarbeiter. Aber gut, egal. 4 Bauarbeiter sind ja so nicht verkehrt. Nehme ich an. Guck mal, er hat schon wieder fast keine Steine mehr, ne? Hat alle Steine gekloppt. Und der bringt